Aufs Maul, du kleines Drecksstück! Halt deine Fresse! Bam! Oh, jetzt ist sie. Es ist schon kaputt. So, Bats! 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 So. Fix jetzt erstmal ordentlich aufs Maul. Friss das! Na, komm schon her! Wem geht's schlecht? Mir geht's schlecht? Ach Quatsch. Das ist alles nur Einbildung. Und wir sind jetzt wenigstens Level 9 und nicht mehr Level 8 runtergeschraubt. Guck mal. Glubschiger Glibberklumpen. Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Diese Glibberklumpen, die sind ja überhaupt nichts wert. Aber naja, egal. Solange ich noch Platz im Inventar habe, kann ich die auch mitnehmen. Oh, und da haben wir ein Wespennest, das wir mal ordentlich zerstören. So, kicken wir mal ein bisschen gegen. Oh, und dann kommt natürlich erstmal gleich eine Riesenwespe raus. Keine normalen Wespen. Nein, das sind hier so Riesenwespen. Und vielleicht sind ja Granaten besonders effektiv gegen Wespen, habe ich gehört. So. Komm, hier mal. Bam. Stirb, scheiß Vieh. So, das war's mit dir. Huhu. Hallo. Alles nehmen. Winziger Glibberklumpen oder was auch immer gerade das war. Ich brauche eigentlich keine... Was haben wir denn da? Eine Waldspinne. Waldspinnen töten macht auch Spaß. Und es geht mit Granaten ja auch wunderbar. Komm, wir spammen hier einfach mal ein bisschen rein. So, hier, komm. Was macht die denn für Geräusche? Ja, du kommst eh nicht an mich dran. Ich vergifte dich nämlich jetzt. Komm, stirb. Ah, sehe nix. Ja, stirb. Aufs Maul. Bam. Hua. So, okay. Komm, wir gehen mal wieder kurz zurück. Und... was können wir denn noch machen? Sammelt Holzplanken. Ach, die Holzplanken, die wir vorhin hatten, sollten wir sammeln. Und was sollen wir denn damit machen? Was sollen wir die dann tun? So, komm, bumm, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Stirb doch mal, du Scheißvieh. So, du auch. Du glaubst jetzt dran, du Miststück. Bam, 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 bam. Waldspinner, pfui. Ich bewege etwas. Ja. Ich bin ein Beweger. Ach, du bist ein Beweger. Dieser Spruch, ey. Ja, die hätten sich auch sparen können. So, jetzt lass mal ordentlich eine Runde Blitze rein. Bats, Bats, jetzt stirbt doch schon. Scheiß Wespe. So, haben wir die auch getötet. Gibt's hier noch mehr von diesen Kackviechern? Ja, guck mal, da unten sehe ich doch schon was. So, du Wespe. Die sehen ja auch so wunderhässlich aus. Die ihren komischen Beinen, die da so runterhängen. Erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Gothic. Diese komischen Blutfliegen oder wie die hießen. Die waren ja auch so komischen, lästigen, fliegenden Gegner. So. Unverwüstliches Krüterschwert. Ja, das macht auch gut Schaden, aber können wir nicht gebrauchen. Können wir höchstens verkaufen. Oswald Gottrad. Hallo Gottrad. Peace, hallo, Digga. Ihr aha, habt ihr gesehen, wie groß das Vieh war? Welches Vieh? Wovon redet ihr? Eine riesige Wespenkönigin hat diese Wälder besiedelt. Sie muss, wir müssen sie töten, bevor der Frost der Königin zum Frost der Wespenkönigin wird. Ich kümmere mich darum. Ja, komm, kümmern wir uns darum. Oh. Event. Ich habe ein Event ausgelöst anscheinend. Hallo, wo ist das Event hin? Das war doch hier gerade noch. Ja, ist dann auch wieder weg, das Event. Hallo, können wir das Event nochmal bekommen? Hey. Frost der Königin überall auf. Oh, hier kämpft ein Wildschwein gegen eine Spinne. Das ist ja auch interessant. Komm, dann machen wir nochmal unsere coole Blitzattacke rein und hauen die mal ordentlich aufs Maul. Ja, du Kack. Wald. Eber. Ich bin ein Beweger. Ah ja, du bist ein Beweger, genau. Unterschiedliche, was? Tötungen oder so stand da gerade. Konnte ich nicht ganz lesen. Komm, machen wir erstmal unsere Quest da oben. Und kümmern uns nicht um diese komische Riesenspinne, die angeblich alles puttet. Komm, hier noch ein paar Granaten reinwerfen. So, bam, 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 bumm. Jetzt stirbt doch schon mal. Wie viele Granaten die auch raushalten. Warts da, warts da, warts da, bums da. So, guck mal, jetzt haben wir ein Spinnenbein. Ach, lecker, klar. Ein Spinnenbein ist immer toll zu haben. Das sammelt ja auch zu Hause privat. Also, da hat er total viel Erfahrung mit auch. Ja. So, komm, die haben auch mal hier. Glibber, Klimpen, Klumpen, Glibber. Was labern die da irgendwie über Käfer? So, hier, komm. Da, Barts, Barts, Barts. So, jetzt kämpfen wir mal hier richtig ordentlich.
Und da haben wir schon wieder was. Was haben wir denn hier? Guck mal, kriegen wir Gold und winziger Giftbeutel. Oh, Giftbeutel. Ach man, die Quest zieht sich ja gerade schon ein bisschen hin, muss ich ja gestehen. So, kommen hier nochmal ein paar Granaten rein. Komm, wir wechseln mal wieder hier auf unsere Pistole. Ich glaube, das geht irgendwie ein bisschen schneller. Basta, 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 basta. Scheiß Wespe, jetzt stirb doch mal. So, also die Granaten sind ja eher gut gegen so einen größeren Gegnertrupps, habe ich das Gefühl. Und hier wurde irgendwas über den Boden geschliffen, wahrscheinlich irgendwie Holzstücke oder so. Die Waldeber müssen wir nicht töten, aber die Wespennester. Die Wespen natürlich auch. Hier kommen Batzer, 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 Batzer. Ja, ja, so macht man das. Hier, oh, guck mal. Eine Truhe gesperrt. Mit einem Schwarzlöwenschlüssel aufgeschlossen werden. Ah, wir hatten doch einen. Aber die Frage ist jetzt. Nee, Z wollte ich nicht drücken. Ich wollte I für Inventar drücken. Können wir das nicht irgendwie. Ja, hier können wir das größer ziehen. Das gucken wir uns doch jetzt auch mal an. Ach, wir haben zwei von diesen Truhen. Aber wir haben nur einen von diesen Schlüsseln. Kann ich ja irgendwie. Oh, und damit haben wir freigeschaltet die Truhe. Aha, enthält ein zufälliges Werkzeug, eine zufällige Verstärkung und einen zufälligen Trank. Um zu öffnen, doppelklicken. Ihr seid überladen. Ihr versucht mehrere Gegenstände zu tragen, als ihr in eurer Tasche passt und schafft einen freien Platz oder löscht Gegenstände. Alle löschen, guck mal, wir machen hier mal diese Glibberklumpen weg. Alles nehmen bitte. Hallo. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Aha, Rüstungsverstärkung. Mhm, zum Verzierung doppeln, zum Verzieren doppelklicken. Doppelklickt, um eine Verstärkung zu erhalten. Der erlittene Schaden eine Stunde lang um 5% reduziert. Das heißt, wenn wir mal richtig leveln gehen, dann können wir dieses Ding reinwerfen, diese Pille oder was es ist. Und wir haben hier anscheinend noch einen Schlüssel und noch eine Truhe, aber die werden wir. Ach, die öffnen wir einfach mal jetzt schon, oder? Wir haben einfach keinen Platz mehr im Inventar. Das ist die große Kacke. Das heißt, da, so ein Lederbeutel macht natürlich nur 4 Plätze irgendwie, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen uns da mal irgendwie eine bessere Tasche oder so gönnen. Die Frage ist nur, wo bekommt man die her? Also warten wir noch mit der Truhe, bis wir die mal später öffnen. Und wir werden jetzt hier erstmal diese Waldspinne in ihren Popo schießen. Komm, jetzt stirb doch schon mal. Bam, 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 bam. So, komm schon. Was hast du uns denn gedroppt? Ach, nix. Ach, geizige Spinne. Kacke. Gibt's nicht irgendwelche Nester noch, die man töten kann? Oh, hier ist eine Wespe, die gegen eine Spinne kämpft. Da werde ich doch mal kurz ein bisschen mal stören hier. Hallo, ihr Mistviecher. Jetzt ist wieder Party angesagt. Und hier dieses Dings, das immer kommt, hängt halt damit zusammen, dass die Server irgendwie ein bisschen überlastet sind. Und weil man nicht damit gerechnet hat, dass sich so viele Leute dieses Spiel gönnen werden. Ich hätte es ja eigentlich auch erst nicht gedacht. Aber als ich dann gesehen habe, wie krass dieses Spiel wird und ja, hätte ich einfach nicht so mit gerechnet. So, was können wir denn noch machen? Ja, was ist denn Skrit? Skrit gibt's, habe ich noch nicht gesehen. Oh, ein Waschbär, oh, wie süß! Oh, wie geil, die töte ich nicht. Oh, die sehen auch noch so echt aus, wie in echt halt. Also, schön animiert und schön gedingens. Oh, ich mag Waschbären voll. Ich war mal in so einem Zoo und da haben die einen immer die Tatzen hingehalten. Voll geil, die Teile. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Hallo, ihr da. Ja, ich wollte eigentlich gerade die Holzplanke da aufheben. Was kann ich jetzt damit machen? Ja. Fallen lassen. Willkommen. Keine Ahnung. Was bringt mir das, wenn ich die aufhebe? Keine Ahnung. So, Kaufmann, der verkauft Holzplanken. Okay, zum Verzehr. Was? Doppelklicken? Nee. Wir wollen keine Holzplanken verzehren. Aber wir wollen ein bisschen Glibber-Glibber-Schleim. Was ist ein Schrott verkaufen? Was passiert denn dann hier? Schrott verkaufen? Ach, und dann ist der Glibber-Schleim schon weg. Ach, Glibber-Schleim ist also Schrott. Danke. Alles klar. Ja, okay. Hätte ich mir eigentlich auch selbst denken können. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Platz hier im Inventar, oder? Gut, und dann öffnen wir doch einfach mal schnell die Truhe. Hey, ich will wissen, was drin ist. So. Freigeschaltet. Ach, und hier? Was haben wir denn hier bekommen? Was? Verstärkung? Aha. Falls ihr doppelklicke, um eine Verstärkung zu erhalten, die eure Lebenspunkte eine Stunde lang, ach geil, regeneriert. Express-Bankportal zum Verzieren. Doppelklicken, um von überall auf eurem Account Bank zugreifen. Was ist denn das?
Doppelklick, um von überall auf eurem Account Bank, auf eure Bank Account Bank zuzugreifen. Das heißt, wenn ich da einmal, das kann ich wahrscheinlich einmal benutzen und kann dann halt einfach irgendwie auf mein Postfach zugreifen. Gut. Der sollen wir ja hier helfen. Das heißt, hier muss es dann auch irgendwo diese komischen Skrits geben. Und dann haben wir erstmal noch ein Wespennetz, das wir kurz besiegen können. Hinfort! Gut. Kommt aber keine Wespe raus. Ein Waschbär, ach komm. Hallo! Ja, gab jetzt irgendwie auch nicht so viele Punkte. Hallo, ich suche Skrits, ihr Penner. Gibt's die denn hier irgendwo? Wir wissen, was es ist. Was haben wir denn da hinten? Nee. Das sind andere Viecher. Ja, müssen wir uns wohl mit den Wespen weiterhin begnügen. Ach, guck mal, da haben wir noch ein Wespennest. Werden wir mal hier schnell zertrampeln. So. Bart's da. Kommt schon, ihr kleinen Mistviecher. Ich werde euch einfach mal ordentlich aufs Maul geben hier. Ja. Das macht ihr richtig gut. Einfach so schön immer in Position bleiben. Genau so ist es komplett richtig. Komm hier, du kriegst auch nochmal ordentlich auf die Fresse. Zack, zack, zack. Und da sehe ich noch ein Wespennest. So, hier. Kommt aber keine Wespe raus. Ach doch, da. Und dann haben wir den Auftrag auch schon bald fertig abgeschlossen. Ich würde eigentlich nur noch gerne wissen, was wir mit diesen Holzplanken machen müssen, die da rumliegen. Aber, pff. So. Was steht denn da? Sammelt Holzplanken. Ja. Okay, das war's mit der Quest. Die haben wir jetzt schon mal fertig abgeschlossen. Oh, gibt's hier Stiefel. Ich weiß nicht, ob die besser sind oder nicht. Und jetzt haben wir hier einem freundlichen Menschen wieder mal geholfen und hier, ja, hier, komm. Ja, mal gucken, was sie uns jetzt so zu verkaufen hat, wo sie uns hier natürlich jetzt gut gesonnen ist, weil wir, mal guck mal, wieder ein Waschbär. Weil, ne, wisst ihr Bescheid, weil wir ihr geholfen haben, habt ihr auch etwas, bla bla, Skrit-Anhänger, Äxte. Kompaktes Wiederverwertungskit. Alles klar, halt so ein Zeug. Was ist denn das? Skrit stehlen alles, was nicht was festgenagelt ist. Und selbst dann solltet ihr lieber an etwas sehr großen festgenagelt sein. Ja, keine Ahnung, was bringt einen denn das? Wird bei Erhalt Seelen gebunden. Naja, kenne mich damit jetzt auch noch nicht so gut aus, aber vielleicht braucht man das, um irgendwas herzustellen. So, guck mal, die hat wenigstens eine Axt, ja, das ist eine richtige Arbeiterin hier. Nicht wie die da vorne. Ach, das sind Skrits, diese Rattenviecher. Alles klar, jetzt verstehe ich, gut. So. Haltet die Skrit davon ab, Werkzeuge vom Sägewerk zu stehlen. Oh, oh. Da, du scheiß Skrit, du stirbst jetzt, du Mistvieh. Willst Sachen klauen? Nee, nicht, wenn ich in der Nähe bin. Ah, ha, ha. So. Was haben wir denn hier? Ein Knochenzeugs. So, da will ein Skrit Werkzeuge klauen. Ich sehe es doch. Hinterher. Den holen wir uns, dieses Diebsgesindel. So. Komm schon, du scheiß Skritz-Dieb. So, da sind noch mehr von den Viechern. Flaschenwerfer. Bam, bam, bam. Ach, guck mal, da können wir jetzt mal auf jeden Fall Granaten reinwerfen hier. Komm, zack, 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 zack. Ein paar Giftgranaten und so. Alles klaro. Dafür sind wir doch da. Was haben wir denn hier? Was ist das? Naja, was auch immer. Und das ist ein Waschbär, das ist immer noch der gleiche. Wo sind die Skrits jetzt hin? Ach, die kommen jetzt wieder von oben, oder wie sieht's aus? So, ihr kriegt erstmal eine ordentliche Runde aufs Maul. Ich habe hier Granaten. Wo sind die? Ach, hier, guck mal da. Oh, falsch geworfen. So, hier, komm. Bam, bam, bam. Alles klar. So. Was? Ach so, 0 von 10 Holzfällerwerkzeug verloren. Alles klar. Ach, das sind einfach die Werkzeuge, die sie klauen wollen, oder wie diese Dinger? Ich verstehe. So, ach, da oben sind noch ein paar Viecher. Die werden ja auch gerade ordentlich bekämpft. Irgendein Giftzeug oder so. Da ist noch ein Skrit. Hier, komm, kriegst du es erstmal aufs Maul. Wir werden jetzt hier erstmal mal wieder unsere Pistole mal raus. Da drüben ist noch einer. Ein Skrit-Dieb. Nicht mit mir, mein Freundchen. Du stirbst jetzt erstmal.
Ja, ja, Schneidezeug, holt Äxte und Schneidezeug, los, los. Wie geil. Nein, nein, ihr werdet nicht weit kommen. So. Und da oben sind noch ein paar Skritz. So. Wieder eine Errungenschaft mehr. Dann haben wir die jetzt hier erstmal getötet. So, und da steht, wir müssen das Ganze hier noch 4 Minuten lang halten. Alles klar. So. Wer will noch? Wo sind hier die Gegner? Ach, da oben. Da haben wir noch welche. Aber die wurden jetzt ja auch schon besiegt von den anderen. Guck mal, hier holen wir uns mal den Teddy. Den Waldeber. Irgendwie komisch. Ach, da sind noch Skritz, die klauen gerade Sachen. Aha. Komm, wir müssen da schnell hin. Oh, was sind denn das da für komische... So, das ist die Fähigkeit von diesen Typen. Ihr kommt nicht weit, ihr Scheißkritz. Ja, ihr werdet jetzt sterben, alle miteinander. So, okay, jetzt hier nochmal kurz ein paar Granaten reinwerfen. Hier so ein bisschen Party machen. Hier kommen ein bisschen Giftgranaten und so. So, ja, komm, ein bisschen spammen wir hier mal ein paar Granaten. So. Hallo. Stirb doch mal, bitte. Danke. So, was haben wir denn hier irgendwie einen Kurzbogen? Wiederbeleben. Da ist jemand krepiert an den Skritz. Kann ich helfen? Armes Ding. Oh, was ist das denn für ein riesiger Typ? So ein Norn oder so. Komm, wir verprügeln die Skritz mal mit dem Holzstab. Wo auch immer jetzt die sind. Huh? Da sind welche. Der Typ mit dem Bogen hat natürlich jetzt voll den Vorteil. Warum leckt das denn gerade hier so? Der Typ mit dem Bogen hat natürlich voll den Vorteil, dass er jetzt voll auf Range gehen kann. Aber wir haben ja auch eine Pistole. Ich glaube, die hat auch eine gute Range. So. Muah-bam! Da haben die gerade irgendwie so ein Geräusch gemacht. Als er krepiert ist. Ach, geil, diese Teile, ey. Bats, 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 bats. So, noch 2,5 Minuten müssen wir hier durchhalten. Dann haben wir die Viecher, was haben wir denn hier? Metallschrott. Komm, ich gehe mal hier kurz zu. Ach nee, das ist ja gar kein Händler. Holzplanke, Action. Komm hier, kriegst aufs Maul. Moa, Bats. Mist, hab nicht mehr getroffen. Was können wir denn hier noch vertreiben? Ach, was haben wir denn hier? Koboldtränke. Ja, die können wir uns auch irgendwann mal reinziehen. Komm, wir gehen mal kurz zum Händler, der war doch hier irgendwo. Hallo, Holzhacker. Auch noch einer. Komisch. Naja, egal. Wo auch immer der jetzt ist, dann... Ja, lassen wir es halt. Dann werfe ich einfach mal irgendwas Unnützes aus dem Inventar ab, was wir jetzt... Pff. Ja, keine Ahnung. Wir haben ja eh nicht so viele Plätze. Die sind ja immer alle irgendwie voll. Was hat der denn überhaupt dabei? Gold. Und was hat der hier? Ein Stück Metallschrott. Ja, vielleicht können wir das aber noch gebrauchen, dieses Metallschrottzeug. Guck mal, Petersilie will niemand haben. Können wir wegwerfen. Hallo, wegwerfen. Warte mal. Wegwerfen, ja. So, Metallschrott, ja. Wollen wir haben. So, Skritt aufs Maul geben, ja. Wollen wir machen. Kommt, stirb. Ich hab noch einen coolen Stab. Da. Haha, so, holen wir uns den nächsten Stab und prügeln mal darauf ein. Du scheiß Skritt, du stirbst jetzt. Ha, batz, batz, batz. So, komm mal hier, da oben sind ja noch mehr. Noch 42 Sekunden, aber die haben ja echt keine Chance, die Skritz. Also, ja, ein bisschen zu schlecht hier, muss ich sagen, ganz ehrlich. Die haben ja nichts drauf. So, und das Event levelt auch ganz gut, glaube ich. Also wir werden wahrscheinlich dann noch viel mehr Erfahrung bekommen. Wenn es abgeschlossen ist, aber allein schon diese Viecher zu töten, gibt ja auch schon das eine oder andere XP-chen. Und da unten haben wir noch ein Skritlein. So, komm, kriegt der auch aufs Maul. Was ist das? 14 Sekunden noch und dann ist das Event vorbei. Die letzten Vanskris greifen das Lager an, aber wir verteidigen natürlich hier ganz fleißig weiter. So, 5 Sekunden noch und dann ist es vorbei. 2, 1, 0. Muhaha. Ja, okay, ich hätte gedacht, es gibt ein bisschen... Oh, doch, gibt doch relativ gut XP. So, dann haben wir das Event auch erfolgreich abgeschlossen und ich würde sagen, das war's für diese... Ja, für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi!